YouTube, was geht? Hier ist Patrick Spector von Always Overdressed und heute melde ich mich mit einer, ja man kann es schon sagen, mit einer Tradition bei euch zurück. Denn der ein oder andere, der diesen Kanal schon länger verfolgt, dem ist aufgefallen, dass wir zum Ende des Jahres immer so das ein oder andere Special-Format raushauen, wie zum Beispiel die besten Sneaker-Releases des vergangenen Jahres. Und heute soll es mal wieder um die besten Fashion- bzw. Sneaker-Weihnachtsgeschenke gehen, die ihr euch selbstverständlich selber wünschen könnt, die ihr aber auch anderen Leuten verschenken könnt. Oder aber, wie ich es ganz gerne mal mache, sich einfach selber beschenken und somit sich den Stuff selber kaufen. Ich zeige euch einfach mal meine Empfehlungen, über die ich mich persönlich freuen würde, beziehungsweise auch Stuff ist mit dabei, der sich einfach für mich, ich sag mal, bezahlt gemacht hat, beziehungsweise die ich einfach persönlich feiere, die ich euch ans Herz legen würde. Genug gelabert, wir gehen direkt rein, sliden in das Video rein. Ich habe, glaube ich, 10, 9 bzw. 11 Sachen vorbereitet. Und selbstverständlich, Freunde, ist wie immer alles unten in der Videobeschreibung nochmal als Link vorzufinden. Wir fangen direkt mit den großen Geschützen an, weil das erste Accessoire, was ich euch zeigen möchte, hat es direkt in sich. Das ist einer dieser Pieces, die ich erst seit kurzem besitze, aber auf jeden Fall nicht mehr missen möchte. Jeder kennt die Situation, dass man vielleicht irgendwie rausgehen will, sich mit Freunden trifft oder whatever und dabei die ein oder andere Sache mitnimmt, die vielleicht nicht irgendwie in die Innentasche von der Jacke oder in die Hosentaschen passen. Deswegen habe ich meistens meine Umhängetasche oder auch eine Handtasche mit dabei, aber eine Sache, die sich bezahlt gemacht hat, sind Jutebeutel beziehungsweise hier diese Tasche von Carhartt, die ich sogar auf meinem letzten Instagram-Bild angehabt, beziehungsweise angehabt habe ich es jetzt nicht, aber in der Hand gehalten habe. Wirklich extrem, extrem praktisch. Ich finde es auch interessant, dass das ja kein Jutebeutel so per se ist, sondern mehr einer Tasche ähnelt. Das Material ist sehr, sehr fest. Man hat hier drin auch nochmal die ein oder andere extra Tasche nochmal versteckt. Die Tasche liegt preislich zwischen 40 und 50 Euro, schon im teureren Segment, sage ich jetzt einfach mal. Müsste es auch in weiteren Farben geben. Wenn ihr safe sein wollt und die Person, die ihr beschenken möchtet, nicht so gut kennt, dann holt euch einfach die schwarze. Ansonsten könnt ihr da auch ein bisschen experimentierfreudiger sein. Für mich aber definitiv ein sehr, sehr nices Accessoire, womit ihr mich in naher Zukunft definitiv häufiger sehen werdet, weil ihr passt wirklich alles rein. Laptop, iPad, ein E-Scooter für den Scooterpad, jetzt nicht zwangsläufig, aber ihr versteht schon, das ist für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr wildes Ding. Wenn wir schon von Dingen sprechen, wo man etwas verstauen kann, möchte ich direkt zum nächsten Gegenstand kommen, was ich euch als Weihnachtsgeschenk empfehlen möchte, nämlich diese Sneakerboxen hier. Werden einige von euch vermutlich schon kennen, wir haben sie hier auf diesem Kanal auch schon das ein oder andere Mal thematisiert. Ich habe mir in der Vergangenheit immer mal wieder vorgenommen, mir hiervon eine höhere Stückzahl zu kaufen, weil ich einfach finde, dass das eine sehr, sehr schöne Variante ist, seine Schuhe zu verstauen. Ihr seht selber, da passt immer genau ein paar Sneaker rein. Sie sind luftgetrocknet hier drin, ja, sie reifen hier quasi weiter. Das Besondere hierbei ist, dass die nochmal ein bisschen hochwertiger sind als diese, ich sag mal, normalen, die dann vielleicht nicht das Feature haben, dass hier nochmal so ein Magnet eingebaut wurde, dass das Ganze dann nochmal ein bisschen schöner schließt. Die gibt es immer im Zweierpack. Die sind, by the way, von Crab Protect. Davon werden in Zukunft definitiv mehrere, eine höhere Stückzahl bei mir reintrudeln, weil ich kann das hier nicht mehr sehen mit diesen komischen IKEA-Boxen. Da muss definitiv ein Upgrade, ein Update her. Und das hier ist für mich, ja, the way to go. Als ich dieses Video vorbereitet habe, habe ich mir als Ziel genommen, auf jeden Fall einen Schuh mit auf die Liste zu packen, weil ich finde, dass gerade Schuhe etwas ist, wo man sich vielleicht zu Weihnachten ja schon relativ drüber freuen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Problem dabei ist, dass die meisten Schuhe ja eher höherpreisiger sind und ich wollte euch jetzt kein Nike Air Force irgendwie präsentieren. Deswegen habe ich einfach mal geschaut, welchen Schuh ich letzter Zeit sehr, sehr häufig trage, der aber preislich noch absolut im Rahmen ist. Und dafür gibt es für mich persönlich derzeit nur eine richtige Antwort, nämlich der Reebok Club C. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich diesen Schuh trage.
trage. Ihr seht es auch, wie komplett gebietet der wurde. Kostet preislich zwischen 50, 60, 70 Euro. Und das ist wirklich so das Pendant zu dem Schuh, der immer geht. Ich habe mir jetzt sogar noch ein weiteres Paar in den vergangenen Wochen gekauft. Der hier hat den Unterschied, dass hier nicht dieses grüne Logo verbaut wurde, sondern mehr so komplett clean, weiß, grau gehalten. Gefällt mir auch sehr gut. By the way, würde ich euch bei dem auch empfehlen, True to Size zu gehen. Nehmt einfach die Schuhgröße, die ihr sonst auch immer habt. Und da sollte das Moped auf jeden Fall gut fitten. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich persönlich habe den Eindruck, dass der Boot-Trend aus zum Beispiel London immer mehr Anklang hier bei uns in Deutschland findet. Und ihr wisst, ich bin auf jeden Fall Liebhaber nicer Boots. Die sind, muss man zugeben, verdammt teuer. Also ein Boot kann locker 400, 500, 600 Euro oder vielleicht auch 1000 Euro kosten. Und es ist halt wirklich, ja, schon öde, so viel Geld auf einmal auszugeben. Aber wenn ihr es macht, dann vertraut mir einfach, einmal mir vertrauen, okay? Vertraut mir einfach, dann investiert 30, sagen wir 20 bis 30 Euro nochmal in extra Schuhspanner, die eure Boots, die ihr euch hart erarbeitet habt, in Form halten, wenn ihr sie nicht am Tragen seid. Das sind Dinger, die legt ihr quasi in den Schuh, damit vorne die Creases nicht so krass entstehen und generell, damit der Shape des Schuhs bewahrt wird. Wie gesagt, kosten 20 bis 30 Euro. Auch die muss man sich in seiner persönlichen Größe kaufen. Aber das ist einer dieser Sachen, die sich wirklich lohnen. Kommt nicht auf den Gedanken, um bei euren, ich weiß nicht, 900 Euro Saint Laurent Schuhen diese Dinger hier rein zu tun. Alle Sneaker, wo ein Ledermaterial verwendet wurde, da könnt ihr meinetwegen diese hier nutzen, aber bei hochwertigen Boots sind die hier wirklich nicht die optimale Lösung. Die leiern mit der Zeit aus und erfüllen nicht ihren Zweck letztendlich. Deswegen meine absolute Empfehlung an euch, holt euch hiervon zwei, drei Dinger, vielleicht auch welche im Vorrat haben, damit, falls ein neuer Boot im Stil irgendwo ergaunert wird, dass ihr da direkt den passenden Schuhspanner direkt zu Hause rumliegen habt. Vielleicht sogar die beliebteste Kategorie bei den Geschenken ist Schmuck, kann das sein? Deswegen habe ich einfach mal geschaut, was ich für Schmuck derzeit am Tragen bin. Und da habe ich zwei bis drei Empfehlungen für euch auch nochmal am Start. Nämlich einmal hier meine Schwert- bzw. meine Kreuzkette, die ich mir erst vor kurzem, von einem halben Jahr oder so gekauft habe. Hier einmal, wie gesagt, mit dem Anhänger und dazu passend dann einmal die Kette, die, glaube ich, 45 cm lang ist. Das ist für mich so die Länge bei Ketten, die ich am meisten feiere. Ich zeige sie euch jetzt hier einmal getragen. Ihr seht, sie ist nicht allzu lang, aber auch nicht zu kurz. Diese Kombination aus Kette und Anhänger müsste so preislich bei 150 bis 300 Euro liegen. Es gibt aber auch, falls euch dieser Anhänger nicht zusagt, andere Optionen. Das ist hier aber auf jeden Fall mein Favorite One. Und was auch immer mal wieder in den Kommentaren oder in den DMs gefragt wird, ist, was ich für eine Uhr trage, Leute. Nein, das ist keine Rolex, das ist keine AP, das ist keine Patek, sondern für mich und ich glaube auch für viele Uhrenexperten so die Uhr, die man sich für günstig Geld kaufen sollte. Das ist eine Seiko 5. Die Uhr kostet 150 Euro, erfüllt aber mehr als nur ihren Zweck. Ich habe jetzt hier eine mit schwarzem Ziffernblatt, hat eine Datum und eine Tagesanzeige. Für mich auf jeden Fall mein täglicher Begleiter. Ich trage die eigentlich immer, außer zum Schlafen. Und sieht einfach nur brutal aus. Wem die jetzt vielleicht, warum auch immer, nicht zusagt, der kann sich auch vielleicht einmal die hier anschauen. Die ist ein bisschen teurer. Das ist ebenfalls eine Seiko 5, dann allerdings mit einer anderen Lünette. Ein bisschen mehr, ich sag mal, auf Rolex Submariner oder GMT Master angelehnt. Ist auch preislich ein bisschen teurer. Die müsste so bei 200 bis 250 Euro liegen. Aber auch die von der Verarbeitung top. Und man kann eigentlich unterm Strich sagen, dass das die beste Uhr in diesem Preissegment ist. Falls ihr anderer Meinung seid, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Alright, Freunde, wir kommen jetzt hier zu den letzten beiden Sachen. Und sie könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein, auch preislich liegen die ziemlich weit auseinander. Ich fange jetzt einfach hier mit dem günstigsten an. Zugegebenermaßen ist es etwas ziemlich Banales, nämlich ein Schuhputzset mit Mikrofasertuch, hier einmal der Bürste und letztendlich dem Schuhputzzeug. Das gibt es von unterschiedlichen Marken, ist relativ praktisch, gerade wenn man vielleicht Schuhe, wie gerade schon gehabt, mit dem Schuhspanner langlebiger halten möchte, dann ist das eigentlich the way to go. Liegt preislich absolut im Rahmen. Ich denke mal, für 20 Euro solltet ihr diese Sets schon finden. Und dann als letztes eine Sache, wo ich jetzt selber mal gespannt bin, ob sie mir gefallen wird, weil ich habe sie tatsächlich hier noch nicht aus der Box
geholt. Es ist eine Sache, die ich ganz gerne mal austesten wollte, weil ich es damals, bevor ich auf Cardholder umgestiegen bin, immer sehr, sehr gefühlt habe, nämlich Portemonnaies, aber kein gewöhnliches Portemonnaie, sondern ein Portemonnaie mit einer Geldklammer drin, wo man die Scheine, ja, so einklemmen kann. Ich muss sagen, dass ich mit meiner Cardholder-Variante sehr, sehr zufrieden bin, aber ich habe halt eine Geldklammer immer separat dabei. Und das ist jetzt hier einmal eine All-in-One-Lösung. Ja, man kann immer noch keine Münzen hier irgendwie verstecken, aber man hat hier genug Slots für die Karten und wie bereits erwähnt, eine Geldklammer, wo man noch die Scheine drin einklemmen kann. Das Ganze ist jetzt hier in dieser Ausführung von Montblanc, eine Marke, die nicht gerade dafür bekannt ist, preisgünstig zu sein. Aber ich muss wirklich sagen, dass mir die Qualität hier direkt aufgefallen ist. Ich habe es wirklich noch nicht rausgeholt gehabt. Und das ist top verarbeitet. Wirklich sehr, sehr nice. Leder auch on point. Für den Preis, Freunde, sagen wir mal ehrlich, darf man auch davon ausgehen. Freunde, das waren alle meine Empfehlungen für dieses Weihnachten. Ich wünsche euch natürlich eine besinnliche Zeit. Viel Gesundheit auch vor allem. Ja, gerade in dieser schwierigen Phase. Genug des Talks. Falls euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Und jetzt habe ich die Question of the Video vergessen. Da haut ihr jetzt einfach mal eure Fashion-Empfehlungen unten in die Kommentare raus, damit ich da schon mal die ein oder andere Inspirationsquelle fürs nächste Jahr habe. Weil, wie ich anfangs gesagt habe, ist eine Tradition, die wir hier nicht abbrechen.